Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play RuneScape. Ja, wie ihr sicherlich schon mitbekommen habt, werde ich auf meinem Kanal jetzt ein paar neue Videos hochladen. Und zwar zum Spiel RuneScape. Ja, ich werde das neue RuneScape spielen, also das aktuelle RuneScape und das alte RuneScape, was man OSRS nennt. Hin und wieder würde ich halt abwechselnd beide Spiele spielen. Ja, und ich hoffe, ihr habt Spaß an meinen Videos und ich werde auch Abenteuer machen auf Deutsch, damit die Leute auch mal zuschauen können und vielleicht ein paar Abenteuer auch auf Deutsch besser lösen können als andauernd auf RuneScape-Wikis gehen zu müssen. Es ist einfach simpler, sich ein Video auf YouTube anzuschauen manchmal. Ja, naja, schauen wir mal, was wir heute machen werden. So. Ich werde heute nicht mehr sehr viel machen. Ein bisschen in der Elfenstadt hier abchecken, was abgeht. So, ein neues großes Video kommt vielleicht Richtung Wochenende hin. Da kann man mal schauen. Sollen wir wieder ein Abenteuer machen? Ich werde nicht sehr oft Videos hochladen, da ich zeitlich ziemlich gebunden bin. Aber wenn ich dann mal Zeit habe, dann will ich immer wieder etwas hochladen. Ja. Das ist meine Bank. Seht ihr mal, was man sich seit 2009 so alles angesammelt hat. Ist zwar nicht sehr viel, aber es geht. Öffnen wir mal den Schatzjäger. Schauen wir mal, was wir heute aus den Truhen bekommen. Interessant, eine große Lava-Laterne. Ein Goldstein. Eine mittlere Lava-Laterne, interessant. Öffne diese Laterne, um gleichzeitig EP und Bonus-EP in eine Fertigkeit deiner Wahl zu erhalten. Interessant. Da habe ich auch eine gute. Ein Gebet Bonus EP. Ja, super. Und die kleine Gebet Magie. Wir wollten ja Angriff ein bisschen wieder aufputschen, damit wir auch weiter leveln können. Ist super. Du hast 10.299 EP und Bonus EP in Angriff erhalten. Ja, das ist super. Ja. Wirklich, ja. Ein paar Leute, die spielen RuneScape auf deutschen Welten noch. Leider wird RuneScape irgendwie auf deutschen Welten ziemlich, ja, nicht mehr so beliebt. Es spielen immer weniger Spieler, warum auch immer. Und naja, was können wir dann erledigen? Wenn wir jetzt hier die Gebets-EP. Schauen wir mal auf der Karte. Gehen wir die umwandeln oder ausnutzen? Ja, doch. Gehen wir mal schauen. Ja, wir sind hier in Priv Dynas, der Elfenstadt. Den seit das. Ja, die vor kurzem, ich schätze vor 1, 2 Jahren schon, in einem neuen Update nach RuneScape kam. So, na. Wo willst du denn hingehen?
So, wir hätten ja wenigstens etwas Musik anmachen können, ja. Musik und Vertonung an. So. Ist ja langweilig. So, für die Leute, die die Elchenstadt noch nicht kennen, sieht sehr großzügig aus. Da müssen wir hoch. Hier kann man gut Gebet leveln. Zumindest für Leute, die Geld haben. Da kann man hier so Reinigungskristalle kaufen. Und die kann man dann hier am verdorbenen Sirenenstein reinigen. Da bekommt man eigentlich ganz gute EP. Man kann sehr schnell ein Gebet aufsteigen. Viele Leute sind nicht mehr on. Ja. Ich spiele gerne im Retro-Modus, weil mich das halt immer noch an die alte Zeit von RuneScape erinnert. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, ob ihr den Retro-Modus auch mögt oder ob ihr lieber den EOG-Modus mögt. Schreibt in die Kommentare, welchen Modus ihr besser mögt, ja. Jedem das seine. Aber würde mich echt interessieren, was ihr mehr mögt. Und wie viele Leute überhaupt den Retro-Modus nutzen, weil ich kann mir vorstellen, es gibt sicher einige, die wie ich dran denken, dass es einfach simpler ist, den Retro-Modus zu benutzen. Ich kann euch ja mal zeigen, wie man den Retro-Modus wechselt, auf den Retro-Modus wechselt. Also man geht auf Einstellungen, dann findet man hier Spielablauf, dann geht hier auf Sonstige, dann steht hier Retro-Modi, Zwischensequenzen, Retro-Fertigkeitsumhänge. Da habe ich alles aktiv. Wenn ich die alten gar nicht leiden kann, also die neuen Fertigkeitsumhänge gar nicht leiden kann, die sehen total hässlich aus. So, Unheilsprophet-Warnung. Ja, da weiß ich, ach so, das sind die Warnungen, die kann man eigentlich auch alle abschalten. Hier ist der Retro-Kampf-Modus, den stelle ich jetzt mal ein. Dann sieht man, dass die Leiste verschwunden ist, weil es war ja EOG-Kampfmodus. Kann man nur Spezialangriff, Angriff, so wie es früher war, leveln. Ja, gehen wir mal nach Varrok. Weil hier in der Elfenstadt die Morgteile kennt ja schon mittlerweile fast jeder, aber es gibt ja viele noch nicht, die Quest dazu haben. RuneScape hat sich sehr verändert, ja, finde ich. Scheint ja auch das Halloween-Event irgendwo zu sein. Ja, weil hier ist ja angeblich ein Abenteuerportal in Varrok, ja.
Aber wenn ich durch das Abenteuerportal gehe, dann lande ich irgendwo. So, in der Nähe vom Dorf der Seher. Aber ich weiß gar nicht, welches Abenteuer hier beginnt. Weil ich lande in McGrubos Wald und da fällt mir einfach nicht ein, welches Abenteuer sich dort befinden könnte. Ich habe dir ein paar Tipps. Ansonsten gehen wir mal zurück nach Varrok. Schauen wir mal, was dort abgeht. Ja, lang tut das Spiel immer noch manchmal. Also mir hat früher RuneScape viel besser gefallen. Es sah irgendwie alles besser aus, die Musik war besser. Die Musik heute hat sich irgendwie verschlimmert heutzutage. Da weiß man einfach nicht, was man... Varrok hatte einen viel besseren Sound früher. Und ich wette, die Musik würde auch heute noch einfach dazu passen. Ja, was ich positiv finde, war das diesjährige Halloween, haben sie RuneScape eigentlich sehr toll geschmückt, ja. Totenschädel an den Bäumen, das hat was. So, das ist jetzt die aktuelle Markthalle in Varrok, die sich ja jeder kennt. Früher befanden sich hier 4 Schalter an der Seite. Seit 2012 circa. Und ganz früher war die Markthalle auch in der Mitte, wie hier in dem Video. Nur es sah noch anders aus, dass es hier ein riesen Dach gab und es war so grau. Wenn man Ures spielt, weiß man, wie die Markthalle früher aussah. Und ja, in einem meiner Videos sieht man das auch in Ures, wie die Markthalle damals aussah. Ich finde einfach, ja gut, es passt ja heute wieder. Ich finde es auch gut, dass sie das wieder so gemacht haben, dass sie in der Mitte ist, weil man hat einfach wieder viel mehr Kontakt zu anderen Leuten. Und ja, es ist einfach besser geworden. Dadurch. Und es erinnert so ein bisschen an das alte RuneScape. Aber was ich scheiße finde, sind hier diese... ist Funkenschlangen scheiße geworden. Denn wenn man sieht, wie jetzt die... wie nennt man das? Die Schalter aussehen, wenn man die anzündet. Das sieht doch einfach nicht mehr RuneScape-mäßig aus. Die alten Schalter waren noch richtig klassisch und jetzt sieht das so aus wie... naja, wie soll ich sagen, wie ein Haufen Scheiße, der hingekackt wurde und brennt. Ja, aber naja. Naja, ich denke mal, für heute werde ich das Video abschließen. Es ist nämlich schon sehr spät. Das ist nur so ein kleines Einsteigervideo für in die nächsten Tage, Wochen, in denen ich mal ein neues Abenteuer machen werde. Und das schauen wir mal, ja. Ich habe hier noch einige Abenteuer offen, die ich machen kann. Und ich denke, wir können die zusammen sehr gut lösen. Dann habt ihr auch ein bisschen Hilfe und auf Deutsch ist ein Abenteuer auch immer ganz nett. So, dann... wünsche ich euch noch was. Wir sehen uns. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Video.